So, hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Ausgabe von Let's Play WWE SmackDown vs. Raw 2009 in Road to WrestleMania mit John Cena. Wir kommen WrestleMania immer näher. Echt nicht mehr lange, muss man einfach sagen. Und wir sind dabei, Better Than Utopia auseinanderzunehmen. Und jetzt fehlt nur noch der gute Präsident, Mr. Montel Vontavious. Vontavious Porter. Ich glaube, das habe ich richtig irgendwie zusammen gehackselt. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall konnten wir uns jetzt aussuchen, welche Waffen wir nehmen können, um uns ein bisschen zu sichern, abzusichern, wie man will. Auf jeden Fall wollen wir dann bei einem Match zwischen Jeff Hardy und MVP ringside stehen, glaube ich. Ja. Um Jeff Hardy irgendwie zu unterstützen. Und ihr konntet ja entscheiden, welche Waffe wir nehmen sollen oder welche ihr nehmen würdet. Aber ich kann darauf leider nicht hören, denn ich muss ja am Stück aufnehmen. So ist das nun mal bei Let's Plays. Deswegen mache ich das Ganze wieder zufällig. Ich meine, total egal. Ich guck weg. 3, 2, 1, here we go. Und ich habe wieder nicht hingeguckt und ich werde mich dann genauso überraschen lassen. Hinweis. Egal, zu welchem Land wir gehören, unser Blut hat immer die gleiche Farbe. MVP wird das lernen, wenn er sein eigenes Blut sieht. Ich dachte, jetzt kommt gleich irgendwie so ein Spruch wie das arische Blut oder irgendwie so. Aber wir haben gerade im Geschichtsunterricht. Ja, seit der NSDAP bzw. Aufstieg Hitlers und so weiter. Und da hört man ja immer sowas wie das arische Blut. Und so weiter. Nur noch 13 Tage bis WrestleMania. Das geht hier voran. Das glaubst du gar nicht. Glaubst du gar nicht. Machen wir mal ein Match starten und dann gucken wir uns mal an, was wir machen sollen. Bedingung: Lasse MVP bluten. Aber wie mache ich das? So. Da bin ich. Ah, ich habe bloß einen Vorschlaghammer. Ah. Schön. Zack. Disqualifikation gibt es nicht. Das ist doch schon mal immerhin was. Aber wir müssen ja erstmal auf. Fuck. Schon wieder falsche Taste. Wir müssen ja den ersten Mal auf den Kopf irgendwie treffen. Da hole ich mir einen Stuhl. Kann ich wahrscheinlich besser treffen. Am Kopf. Wenn wir den Butterfly. Diese Butterfly-Submission da abgekriegt haben. Zack. Schön auf dem Kopf. Kann man sich eigentlich die Flagge irgendwie nehmen? Einer meinte, ich kann mir den Titel holen, aber wir haben ja den Titel hier. Wir haben auch unser Vierkantholz. Wenn man den. Oh, der war schön. Wenn man den Tisch kaputt macht. Aber ich meine, dass ich das schon mal probiert habe in dem Match. Oder war das mit der Ringglocke? Naja. So. Zack. Immer auf den Kopf, sage ich. Immer auf den Kopf. Zack. Ach nee, das ging. Nicht so auf den Kopf. Gucken wir mal, was wir hiermit machen können. Geht er auf den Kopf? Nein, geht auch wieder auf den Torso. Alter, hau doch mal auf den Schädel! God damn it! Bedingung doch bloß, dass er bluten muss. Und dann kommt eine Cutscene oder wie oder was oder wie läuft das? So. Bist du mal eben verfügbar für einen Moment? Oh, jetzt habe ich den falschen Knopf getroffen. Nein, tut mir leid. Das wollte ich doch nicht. Hier kommen wir noch ein Stürchen. Sollte nicht eine allzu große Herausforderung darstellen. MVP? Are you there? So. Na. Fucking Snitsky! Snitsky! Lass mich in Ruhe. It's locked in. So. Jim Ross und Jerry Lawler unterstützen mich natürlich in jedem Match hier beim Commentary. Sonst wäre ich natürlich aufgeschmissen. So, jetzt ist er orange. Hey, will ich raus. Da war ich ein bisschen zu locker dabei mit dem. Ah, geht doch. Mit dem guten Analogstick. Reicht für heute, ne? So, der Rest ist ja auch total egal. Ich möchte mir nochmal die Match-Ränge angucken, wie das hier läuft. Die Q ist aber ein. Da ist der Schiri anscheinend ziemlich liberal gestrickt. So, können wir einfach mal weitermachen und ich glaube, MVP will jetzt abhauen, sodass eine Cutscene eingeleitet wird. Meinetwegen, so soll's geschehen. So soll's sein. Hier ist so völlig auf weglaufen. Bam! Ja! Jetzt kann er nicht mehr wegfahren. Achso, wir machen noch ein Match. Ich hätte ihn ja, weiß ich nicht. Ich hätte ihn ja wahrscheinlich auf dem
Reifen gehauen? Hätte das geklappt? Ich weiß es nicht. Kenne mich mit dem Material von Autos nicht aus. Hätte das geklappt, hätte man mit dem Vorschlaghammer auf den Reifen hauen können und dann wäre nicht mehr richtig fortgekommen. Also fortgekommen wäre bestimmt schon, aber nicht mehr so gut. Oder wahrscheinlich, ich hätte einfach das Fenster durchgeschlagen und dann mich da reingeschmissen, um ihn aufzuhalten. Oder irgendwie sowas in der Art. Musik wieder an. Hier in der guten Musik natürlich wie immer von Cheera.de. Schaut mal vorbei bei deren Homepage. Link ganz unten in der Videobeschreibung. Ganz, ganz unten. Und Five Nuggets Chapel wollte ich jetzt noch nicht vorbereiten. Aber wir können mal wieder ein paar Signature Moves hier machen. Und Snitsky ebenfalls malträtieren. Ist das ein Wort? Irgendwie sowas in der Art, ne? Nein, nein, nein. Oh, oh, Double Underhook. Boah, Overhead Suplex. Nice. Nice. Das war nicht schlecht, muss ich ja gestehen. Aber ich kann ebenfalls kontern. Oh, Cena Move vom Feinsten. Der Facebuster hier. Wie nennt man das? Somersault Facebuster? Oder hin? Irgendwie so, ne? Somersault heißt ja einfach bloß Vorwärtsrolle. Naja. Sommerrolle. Ich glaube, Summer schreibt man. Keine Ahnung. Da machen wir nochmal. Müsste man nochmal gucken, wie man das schreibt. Könnt ihr mal in die Kommentare hauen? Wozu gibt es die denn, ne? Ach ja. Ach ja. Hey! Lass mich aufstehen. So. A simple move that sets up bigger things. Mal sehen, wie lange dauert, bis wir den Spruch wieder hören. Hört man ja gefühlt dreimal in dem Match hier. Cena, Cena. Badam. Wie wär's? Mit einer guten alten Combo. Also Strike-Combo, die ich gleich zeigen. Nein, 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 nein. Come on. Zack. Oh. Wie ist das nochmal? Elbow and Collar Tie-Up. Jetzt habe ich das endlich mal gelernt. Ich habe extra so ein Tutorial angeguckt, wie man Elbow and Collar Tie-Up macht. Also das Ding war die immer als locker bezeichnet, das hier. Weil Elbow und Collar, Ellbogen und Kragen, heißt das? Das war mir nie bewusst. Also Collar habe ich auch kürzlich erst gelernt im Englischunterricht. Man glaubt es gar nicht. Wegen Globalisierung, Blue-Collar-Worker und White-Collar-Worker. Blue-Collar-Worker sind die Leute, die eher mit ihren Händen arbeiten, wenn man so will. Und die White-Collar-Workers sind die Leute, die eher im Büro arbeiten. Also Blaukragen und Weißkragen-Arbeiter. Habt ihr wieder was gelernt bei mir, ne? Unterricht bei Franz. Das wäre doch mal was. Das wäre doch mal was. Aber ihr könnt mir wirklich nicht vorstellen, mal als Lehrer zu arbeiten. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch vorstellen könnt, später als Lehrer zu arbeiten, oder ob ihr es schon tut, weil ich sehe doch, wie das bei uns aktuell ist in der Schule. Also ich hätte keinen Bock, jeden Morgen so früh aufzustehen. Das erstmal. Und dann auch noch so motiviert zu sein, sich morgens mit irgendwelchen Spasten auseinanderzusetzen, egal auf welche Schule man ist. Es gibt natürlich immer die Schüler, mit denen man gerne arbeitet. Klar. Es gibt immer Spacken und man muss sich immer irgendwie durchsetzen. Und das ist. Ich glaube, das ist nicht so meins. Ach ja. So, haben wir das nochmal? Ich wollte doch einen Signature Move machen. Den Flying Famouser Electro Bulldog vom dritten Seil. Ich glaube, ich habe in irgendeiner Episode behauptet, dass er das vom zweiten Seil macht. Fällt mir gerade ein. Da entschuldige ich mich für. Das war ein Fehler meinerseits. Ja, Lehrer als Beruf. Meine Mutter ist ja Lehrer. Aber hatte nie mit dem Unterricht, zum Glück. Aber mein großer Bruder hatte das Pech oder das Glück. Aber meine Mutter meinte auch, dass er halt immer auch die Probleme hatte. Dass er dann immer von anderen angemotzt wurde. Bist ja bevorzugt wegen deiner Mutter. Kriegst du bessere Noten und kannst Hilfe bekommen im Lernen und was nicht alles. Mit sowas musste er halt klarkommen und da hatte ich das Glück, dass ich das nicht machen muss. Fuck! Bin ich ganz froh drüber. Ob ich schon wieder mit Finisher gekommen hätte? Ne! Mal erstmal den guten Running Move. Er googelt mal wieder. Ja, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Würdet ihr gerne mal oder könnt ihr es euch vorstellen, als Lehrer zu arbeiten? Das hat natürlich auch einige Vorteile. Man hat halt ziemlich. Ja, man hat halt. So um die Zeit, wie ein Schüler Schluss. Aber dann kommen halt noch so Sachen wie
Stundenvorbereitung dazu und Elternversammlungen und so weiter. Und ja, dafür hat man aber auch Ferien. Muss man auch dazu sehen. Ferien, wenn man die Arbeit mit Kindern mag, wenn man in solchen Sachen engagiert ist, klar, warum nicht? Aber wenn man jemand ist wie ich, der sich nicht gerne mit vielen Menschen auf einmal auseinandersetzt und dem versucht, irgendwas beizubringen, worauf die überhaupt keinen Bock hat, dann, ne, nix für mich. Nix für mich! Wie gesagt, eure Meinung würde mich interessieren zum Thema. So, machen wir mal jetzt zum Ende den Attitude Adjustment, beziehungsweise Fuck you, F you, whatever. Um das hier auch mal zu einem Ende zu bringen. Und Cover. One, two, three. That's it, guys. Cena wins, lol. Ganz was Neues hier im Let's Play. Ach, schön. So, Cutscene, here we go. Und wo werden wir ihn antreffen? Es ist und bleibt ein Rätsel. MVP's not so easy to catch, though. I think he proved that tonight. MVP can run from Cena, but he can't hide. Ba-ba-da-down. So, lassen wir es dabei und dann können wir noch, weiß ich nicht, die nächste Episode zumindest anfangen, also nächste Raw-Ausgabe. Spiele! Ah, Snitsky ist gar nicht spielbar normalerweise. Spiele den hünenhaften Snitsky. Vergiss nicht, vorher die Zähne zu putzen. Okay, das war gerade mein Geräusch für Zähne putzen. Weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Wayne! It doesn't matter! Und so weiter, ne? Ja. Dann lassen wir mal da speichern. Und wir sind jetzt in Seattle. Seattle, Washington. Die Heimatstadt der aktuellen Super Bowl Champions. Sieger, Super Bowl Siegers. Seattle Seahawks. War das hin? Ich glaube schon, ne? Ja. Wow. Wow. Jawohl! Überraschung. Müsste. Ich wollte gerade sagen, das letzte Raw vor WrestleMania. Ach ja. Ich war ja zur Zeit des Super Bowls. Oh mein Gott. Ich glaube schon mal erzählt. Aber egal. You mean you're hiding for the last 6 days before WrestleMania, MVP? Yeah. Oh yeah, that. I'm at your WrestleMania. Juhu! Under Utopia rules, you know. Kriegen wir trotzdem hin. Yeah, well, I have one condition. We make this an Iron Man match. That way I have plenty of time to impeach you, Mr. President. A guaranteed 15 minutes of kicking your ass out of Utopia Square? 15 Minuten lang? Wow! Die haben eine ganze Episode voll. Ja, was ich sagen wollte. Jetzt mache ich einen Hinweis. Ein Hinweis! WrestleMania steht in Kürze bevor. Ich muss meine Kräfte schonen. Heute Abend muss ich so schnell wie möglich gewinnen. Am besten in weniger als 5 Minuten da kriegen. Ich war zur Zeit. Wie müssen wir denn das an? Mr. Kennedy. Gewinne unter. Ich dachte 5 Minuten! 2,5, um einen Bonus zu halten. Ich war zur Zeit des Super Bowls in den USA. Da war ich gerade in Las Vegas. Und. Ich wusste gar nicht, dass Super Bowl ist, weil ich nicht wirklich Fan von American Football bin. Habe auch sogar halb den Super Bowl verfolgt. Ich glaube, die eine Hälfte. Nee, ich verstehe das Prinzip da auch gar nicht. Ich habe mich jetzt nicht so doll mit American Football beschäftigt. Mir ist bloß die ganze Werbung da in Erinnerung geblieben. Das ist ja meistens größer als das Super Bowl selbst. Wer kriegt den besten Werbeplatz und so weiter? Und dann die Halftime Show und so weiter hat Bruno Mars performt. Auf Fox lief das Ganze. Das weiß ich noch. Das schaffe ich nicht mal in 2,5 Minuten. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Ja, da liefen dann die ganzen Leute rum. Mit den ganzen Trikots da. Oder wie man das nennt. Wie heißen die Trikots? Jerseys? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich im US-Sport überhaupt nicht aus. Da tut mir sehr leid.
Außer im Wrestling, wenn man es als Sport bezeichnen möchte. Sports Entertainment. Sports Entertainment. Lassen wir es dabei. Und da waren wir einmal, da sind wir einmal am Strip da lang gelaufen. Das ist ja diese Straße da, ne? Diese Meile, diese berühmte, ja, einfach die berühmte Straße da in den USA. Und da war auch einer, der als Seahawk verkleidet war. Was ist das? Adler irgendwas? Seeadler? Ja, Seahawk heißt Seeadler, ne? Und hat ein Daniel Bryan Shirt an. Yes, yes, yes. War cool. Und habe ich mich vor ihn gestellt, hat die Yes-Yes-Yes-Pose gemacht und er hat die zurückgemacht. Wow. Vielleicht hätte ich ein Foto machen sollen. war lustig. Aber das war dann auch mit meiner Wrestling-Interaktion in den USA. So, Finisher. Und dann geht's los. Ich denke nicht, dass es reicht. Ich kann es ja mal probieren. Wird bestimmt in einem Possum Pin enden, oder? Nein, noch nicht. Here we go. 1, 2, 3. Jawohl, hab's auch geschafft in 2,5 Minuten. That's how it should be. So sollte es sein. Gut. Und dann sehen wir beim nächsten Mal dann das finale Match und die Credits. Nicht vergessen. John Cena definitely looks ready for his match at WrestleMania. It better be, JR. 15 minutes with a man like MVP can take 15 years off your life. Naja. Make sure you join us on Sunday for WrestleMania. Good night, everybody. Gute Nacht. Ja, Freunde. Dann würde ich einfach mal behaupten, dass ich an dieser Stelle euch entlasse aus der Episode. Wäre voll cool, warte mal, du kannst ein Gauntlet-Match unter Exhibition wählen. Cool. Ihr könnt mir einen Daumen runter lassen. Wäre voll cool, euren Adblock ausschalten, wenn ihr meine Videos guckt. Das wäre noch besser. Würde mich unterstützen. Ihr wisst, meine Videos finanzieren sich zum Großteil durch Werbung, die ich bei meinen Videos einblende. Und ja. Sucht das nochmal als bleibende YouTuber. Freunde, morgen geht das denn zu Ende, das komplette Let's Play mit Episode 48. Und dann sehen wir uns um 18 Uhr. Daumen hoch für cool. App-Log aus, habe ich schon erwähnt. Euer Franz, euer Zock. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.